Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute ist es soweit, es gibt endlich wieder ein neues YouTube-Video. Gab es, glaube ich, seit 2 Wochen nicht mehr. Sorry dafür, Freunde, es gab auch einen Qualifier dazwischen. Ich war ein bisschen im FIFA-Grind, Road to Primal Morius. Und heute habe ich ein SBB dafür für euch. Das erste SBB für mich in diesem FIFA. Heute mit auf der anderen Seite seht ihr... Nice, Furki, nice, dass du was sagst. Nice. Tschüss. Hey, ich hab nichts gehört. Hast du was gesagt? Lost Furki ist am Start, Pilot Furki ist am Start, was auch immer. Ja, wir haben hier so ein random Icon Squad Builder Battle mit Eldos am Start. Ich hab auf jeden Fall Bock und ich glaube, das letzte Mal hatten wir das letztes Jahr zusammen gemacht, ne? Genau, Freunde. Das ist mein erstes SBB in diesem FIFA und mit Furki, mit Lost Furki am Start. Und wir drehen heute, er hat schon gesagt, random Icon SBB. Das heißt, wir gehen auf den Transfermarkt. Und dann sagt der andere eine Zahl und dann kaufen wir diesen Spieler ein. Auf jeden Fall, Freunde, checkt doch dann gerne die Folge bei Furki ab auf seinem Kanal. Dort geht es um Renier Future Star versus Gio Reyna Future Star. So ein kleines Dortmund-Special, Freunde. Und ja, gerne abchecken und gerne hier ein Like da lassen für das SBB, wenn es euch gefällt, Freunde. Und dann würde ich sagen, wir reden nicht mehr lange um den heißen Brei und legen los. Ich drück 3. Ja, also ich würde mal sagen, Seite 3, Nummer 7. Oh mein Gott. Wer denn? 3, 4, 5, 6, 7. Wer denn? Ronald Koeman, Baby. Ach du Scheiße. Okay. Warte mal, 3, 4, 5, 6, 7. Ronald Koeman. Okay. Baby. Naja. GG's Fuki. Super Sache, den im Sturm, ne? Feier ich doch. Dann sag du mal eine Zahl. Hat einen guten Schuss. Ich sag bei dir, zweite Seite, 6. Spieler. Zweite Seite, 6. Morris ist eine Nummer. Seite 2. 2, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist doch mal ein Gigantenduell hier. Baby Koeman gegen Baby Lampard. Was ist das denn? Nice, GG's, Fuki. Ja, super Sache auf jeden Fall. Dann, geil. Holen wir uns den. Ja. Freunde, wir holen uns den, packen den in den Sturm. Rechten Stürmer bei beiden. Und ja, dann let's go. So, Freunde, ich habe gechoked. Ich habe nämlich nicht die 4-4-2 und im rechten Sturm Lampard, sondern, wie ihr seht, enge Raute und im linken Sturm Lampard. Ja, wir mussten jetzt hier... Eldos musste nochmal neu aufschreiben und so, sorry. Aber dann, Eldos, let's go. Zeig rein. Wen hast du aufgeschrieben? Genau, Freunde, Fuki hat es gerade gesagt. Er hat ein bisschen gechoked. Ich habe meine Spieler drin. Okay, also im rechten Sturm habe ich eine Untrade-Karte, und zwar Dembélé, SPC-Karte 87 Moment. Und im ZOM habe ich... Ja, Joao Felix Headliner. GG's, ist Joao Felix MS? Ja. GG's, Fuki. Ja, ist ein schlauer Move, ne? Wieso machst du Dembélé? Ja, für die eine oder andere SBC habe ich den, für SBB habe ich den gemacht, ne? Dann halte GG's, ich mal rein. GG's, okay. Dann halte ich mal rein. Okay, halte du ran. Hast so. Du niemals im Leben. Ja, komm. Niemals. Komm, mal gucken. Es war, Freunde, es war auch schwer. Man musste die Liga erraten zuerst mal. Man hat gar keinen Anhaltspunkt. Ich habe als RM... Angel Di Maria. Okay. Angel Di Maria, Rulebreaker. Und im ZM habe ich Rafinha, Headliner. Ich habe aufgeschrieben Alessandrini und Pogba. Das heißt, du kannst beide behalten. Und ja, nice. Dann machen wir weiter, würde ich sagen. Genau, Freunde. So, Freunde. Ja, ich habe 3 Namen am Start. Mal sehen, was du hast. Also, Freunde, ich habe als LM habe ich stehen Saint-Maximin. Kannst du vielleicht haben, in Form. ZM ist Paula Bilpogba, hast du gerade erwähnt gehabt. Hast du zu 100% nicht, den safe nicht. Als LST habe ich Wilfried Zaha. Ich brauche meine 5-Sterne-Skiller. Ganzes Dreieck, 5-Sterne-Skiller. Firmino, Rashford, Martial. Ich war sogar richtig mit oh der Liga. Oh mein Gott. Ganz, ganz, ganz knappe Geschichte. Aber, apropos ganz knappe Geschichte, weißt du, was jetzt richtig, richtig geil wird? Und zwar... meine 3 Spieler, weil jetzt, Jungs, so. Es wird richtig kreativ. Mittlerer ZDM habe ich den guten Herrn Bruno Guimaraes, Future Star. Rechter ZM ist eine Informkarte, und zwar Casemiro. Und linker ZM habe ich den Herrn Renato Sanchez Inform. Digga, Fuki, GG's. Renato wollte ich haben, okay? Ja. Renato wollte ich. Ja. Ich habe Bruno, Pogba und Barnes. Ich dachte Barnes vielleicht linker ZM. Also Bruno,
hatte ich Renato Sanchez, Bruder, wollte ich. Und diesen Future Star da, ja, diesen Brasilianer, den wollte ich wirklich aufschreiben. Ich lüge nicht, aber ich wollte ihn aufschreiben. Aber ich dachte nicht, dass du den gemacht hast. Okay, das heißt also, du hast niemanden aufgeschrieben am Ende des Tages. Nee, ich habe niemanden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat nichts getroffen, Freunde. Das heißt, Außenverteidiger. Let's go. Ich halte dran. LVRV. Also, ich habe als rechten Verteidiger am Start eine UEL-Karte, also Europa League-Live-Karte. Und zwar Bruno Perez. Auf der linken Seite habe ich eine Future Stars-Karte. Und zwar Diogo Dalot. Oder ich wollte Bruno, aber es war schwer. Du hattest viele. Ja, das ist einfach zu gut und zu kreativ gebaut. Es ist gut gebaut, weil du hast viele Möglichkeiten. GG's. Ja, super. Dann, Freunde, machen wir weiter. Ich halte mal rein und ich glaube, den Linksverteidiger habe ich. Also, ganz kurz und knapp, Freunde. LV Benjamin Mondi. RV Inform und RV Atal Inform. Was Lost von mir war, weil ich habe Atal Euroleague, aber ich habe den nicht, ich habe irgendwie vercheckt, dass ich den habe. Ja, also Jungs, ich habe auf jeden Fall gedacht, du wirst Mondi nehmen. Ich wollte auch Mondi schreiben, das Ding ist nur, dann müsste ich auch schreiben, ob es Benjamin oder Ferland ist, sonst würde es nicht gelten. Ich wollte nicht den Ehrenlosen machen, deswegen habe ich einfach Kurzawa aufgeschrieben, das war mir zu kompliziert zu entscheiden, welchen Mondi du nimmst. Und als Rechtsverteidiger habe ich aufgeschrieben James, da hättest du ja theoretisch alles nehmen können. Aber irgendwie hatte ich auch im Kopf Atal, weil ich den auch hab. Aber okay, egal, kannst beide behalten. Wir sind die absolut schlechtesten Sniper überhaupt. Chill, ich hab LV und Digné. Ja, das ist jetzt viel gelabert, aber Fuki hat nichts gebracht, hm? Ja. Cool. Okay, cool. Dann, Freunde, sehen wir uns jetzt gleich. Finale. Wir sehen uns gleich beim Finale wieder. Freunde, Finale jetzt, ne? Finale. Ja. Also, Fuki, hast du ein Icon aufgeschrieben? Nee. Ich hab als LIV Jules Koundé. Okay. RIV ist Raphael Varane. Und im Tor habe ich Vatschlik. Ja, ich habe keinen von denen aufgeschrieben. Das heißt, du kannst alle behalten. Wen hast du? Ich habe aufgeschrieben Kimpembe, Marquinhos, Navas. Digga, du bist so ein Keck dafür, ehrlich. Ich habe Kimpembe. Junge, du schreibst Kimpembe, Marquinhos auf. Was ist mit dir? Hä, wieso? Ja, weil ich nur die nehmen konnte von Paris. Hä, aber ich habe gedacht, du wirst auf der linken Seite Kimpembe, auf der rechten Seite Marquinhos und im Tor Navas haben. Ja, okay. Das hätte doch funktioniert, oder nicht? Ja, passt schon, alles gut. Okay. Sagst Tormann? Wer ist denn Tormann? Tormann in IV. Achso, nee, ich habe im Tor Vatschlik. Achso, aber okay. Tormann. Okay, ja, natürlich Tormann in IV. Okay, mein, ja, GG's. Warte, ganz kurz. Welcher IV ist das? RIV. Ah, da wirst du gegen Lampard jetzt Probleme haben. Bruder, du hast einen Spieler erraten, GG's. Ja. Immerhin. Ja, dann halt du mal rein. Aber ich errate jetzt zwei. Ja, unmöglich. Also, LIV, hast du jetzt gerade gesagt, muss ja eine Icon sein. Muss es natürlich nicht. Und zwar habe ich ja Roman Joli am Start. Und als RIV habe ich den Carlos Alberto am Start. Und im Tor habe ich den guten Herrn Pope am Start. Hä? Wie hast du Pope, wenn du Roman Joli in IV hast? Wen hast du denn aufgeschrieben? Du hast nicht Pope! Oh mein Gott, du hast Donnarumma! Ich hab Donnarumma! Nein. Spaß, ich habe aufgeschrieben, ja, ich habe mal Eldos Move gemacht, du machst das immer bei mir. Ich habe am Start Carlos Alberto, Fabinho Headliner und Pope. Okay, ich habe gar keinen. Junge, was? Ey, ich habe gar keinen. Der Scheiße. Der hat dich ausgetrickst, mein Bester. Der hat dich ausgetrickst. Ey, ich habe einen Tormann da hinten und ich habe keinen von dir erraten und ich habe mich gefreut bei Romagnoli. Passt, Freunde, ich hole mir jetzt da einen Tormann und dann gehen wir ins Game. Ich bin gespannt, Freunde. Wir sind jetzt in Game. Wir haben gerade ein bisschen gelabert. Ich habe Ronald Koeman vorne. Ich bin gespannt. Digné? Koeman! Oh! Nice, Leute. Schönes Tor. Was ist das denn? Schönes Tor, sagt er auch noch. Angel. Schönes Tor, sagt er auch noch. Was ist das denn? Koeman! Oh, einfach wieder Koeman. Ecke. Was geht hier ab? Ecke. Guter Ball. Bruder, Doppelstange. Ah. Dann ist aber Schluss. Frankie hat's gemacht.
Hast du dir verdient für die Aktion? Oh. Chill mal. Oh. Ey. Oh. Ey. Oh. Oh, Renato. Bruder, was ist das? War lächerlich. Was? Da ist es wieder. Der normale Eldos ist da. Junge, Mann. Das war extrem lächerlich. Was willst du von mir? Eldos ist da, Jungs. Lächerlich. Oh. Machst du den Skill eigentlich oft? Geht. Ey, da kommt es zumindest. Rote Karte, Elber. Rot und... Rot und Elber, noch ein Discard. Rot und Elber. Geil. Lampard macht ich wollte Mitte zuerst. Lampard macht warte mal kurz. Was denn? Hey, warte mal was kurz. Was denn? Das sind schon drei Discards jetzt, stand jetzt. Digga, das war niemals ein Elfer. Was? Ich habe da schön den Ball um dich herum gespielt. Da ging gar nichts mehr. Kannst nur noch hoffen und beten. Was ein Kack-Schiedsrichter, Mann. Was ist mit ihm los? Das war zu 100%. Nice. Hier, guck mal, ich weiß, dass du immer versuchst, mich abzulenken, so, ne? Aber manchmal, wenn so spannende Situation ist, dann musst du nicht mich auch noch zusätzlich ablenken. Boah. Ich will einfach die Leute unterhalten, Flunky, was ist mit dir los? Wie als ob ich hier... Hm, warte, kurz. Ja, ich dachte mir gerade auch schon, warum ist der, will der gerade noch ein weiteres Talker sehen, aber... Mann! Junge, lach nicht! Ich sag dir ehrlich, lach nicht! Wie soll ich da nicht lachen, Junge? Da musste gerade jeder, der zuschaut, musste lachen. Digga! Also Lampard? 5 Tore, glaube ich, ne? Guck, der geht! Oh mein Gott! Ja, komm, hast du mal einen Discard gut gemacht. Hast du gedacht? Du jetzt nicht so. Hast du jetzt gedacht, das wird easy win? Bitte mach weg da. Schön rausgespielt. 3 Discards. Wir gehen jetzt rutschen. Okay, Freunde. Ich bin fertig. Du kannst machen. Also, du hast 4-4-2 am Start, ne? Ja. Ja, dann machen wir das ja mal ganz easy. Wir nehmen mal, ja, ich glaube in die Abwehr, das wird so obvious. Nehme ich mal linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld. Und, ich glaube, du hast gedacht, ich nehme die Abwehr. Linker Stürmer. Oder so gut. LMRM war mies gut. LS. Was ist denn? Ist die Maria. Wie viel kostet die Maria? Viel, aber der war untrade. Aber der kostet 350k. Oh! Stabil. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, wann am Start? Ey, du hast mein. Nee, Zaha Maximeur, ey. Du hast Pogba und Digne. Pogba und Digne, 60k. Pogba, 40k. 100k weg, eigentlich 450k Flötengang. Aber. aber Chat, ich sage euch ehrlich, ich bin froh, dass die nicht weg sind. Sonst wäre ich am Arsch wer gewesen. Wer? Sond Maximeur und Zaha. Zaha ist mein 400k. Wo waren die denn? Zaha habe ich Stürmer geswitcht. Oh, okay. Ich dachte safe nicht, weil dort war ja Kuman. Dachte ich mir safe nicht, dass du den nimmst. Okay. Kuman habe ich in IV getan. Ah. Torwart habe ich gelassen. IV habe ich gelassen. Rafinha habe ich gelassen. Also ich habe so ein paar gelassen. Okay. Und Maximeur war rechts hinten. Ganz versteckt. Ich habe ganze Position geswitcht. Yeah. Und ja, Zaha war so knapp. Okay, Freunde, ich packe die in der SBC. Und dann gehen die weg. Ich habe hier die Spieler drin. Ich packe die in der 81 Plus. Das ist mein Kanal. Hey, was wollt ihr? 81 Plus SBC. Die Maria finde ich ehrlich schade. Weil das ist genau eigentlich mein Spielertyp. Auch wenn er 2 Sterne Weakfoot hat, er hat 5 Sterne Skills. Ist schade. Auch weil der Untrade ist, hätte ich oft genommen. Und Pogba, Digne. Mann, okay. Sind 100k, kann ich verkraften. Zaha, Maximeur, ich hätte gewarnt. Passt, ich habe sie abgegeben. Abgegeben? Ey, Fehler, aber da kommen... Echt jetzt? Die wollen nicht, dass ich den abgebe. Okay, Freunde, jetzt geht's. Jetzt geht's, oder? Ja, ist abgegeben.
Ey, wieder Fehler! Okay, vorne dritter Versuch. Wenn nicht, starte ich Spiel neu. Dritter Versuch. Oh, sie sind weg. Okay, super. 81 plus SPC, sie sind weg. Ich ziehe jetzt auch das Ding. Fuki, sag schon mal deine letzten Worte. Ja, Freunde, hat sehr, sehr viel Bock gemacht, hier mit Eldos das SBB zu filmen. Ja, wir mögen das so ein bisschen, uns auch zu provozieren, während wir zocken. Also nimmt das nicht zu ernst. Und ja, Eldos, war stabil, ne? Yes. Ja, Freunde, also hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock gemacht. Erstes SBB hier auf meinem Kanal. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Ich gebe euch da kein Ziel oder so. Pusht euch einfach, Freunde. Würde uns sehr freuen. Würde mich sehr freuen. Und checkt gerne das Rückspiel auf Fukis Kanal ab. Geiles Dortmund Special SBB. Deshalb gerne abchecken. Und ja, Fuki, allerletztes Wort. Ja, also Freunde, Eldos hat schon alles gesagt. Sprengt den Like-Button und wir hören uns dann. Haut rein. Ciao, ciao. Genau, Freunde. Macht's gut.